Die DHV-News vom 22. Oktober 2021. Ist der Bundesrat ein Problem für die Legalisierung? Pilsinger CSU bringt Pilzlegalisierung ins Spiel. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich habe wieder eine ähnlich irre Woche hinter mir wie in der letzten Woche. Ein Interview nach dem anderen und die jetzt noch alle auf die Homepage bringen und rausfiltern von wegen, ja, das muss noch drauf, das muss noch drauf. Wir haben eine riesen Liste an Presseechos jetzt neu auf der DHV-Seite. Könnt ihr euch mal angucken. Ich bin selber beeindruckt. Ja, ein paar schöne Sachen bei, lange Debatten auf dem Deutschlandfunk zusammen mit Frau Kappert-Gonter von den Grünen und dem Herrn Kraus von der CDU, das war zum Beispiel eine interessante Diskussion, wo ich technische Probleme leider hatte, ja, aber Kirsten Kappert-Gonter macht das auch alleine im Prinzip, locker. Naja, dann hatte ich mehrere Stern-Interviews gleich, eins mit Audio als Podcast und eins nochmal auch schriftlich sozusagen, ja, was dann auch irgendwann im übernächsten Stern kommen soll, jedenfalls nicht in der aktuellen Ausgabe, aber auch auf der Seite ist, ja, so schöne Treffer, Walulis hat ein Video nochmal zu Cannabis gebracht, jetzt wie Legalisierung aussehen könnte, wie Tabakkonzerne da reinspielen könnten. Da durfte ich auch ein bisschen mitspielen, was sagen. Ja. Könnt ihr euch auch angucken. Ich packe die Links in die Videobeschreibung. Also wilde Woche wieder. PR und Lobbyarbeit für die Legalisierung für euch. Aber immer noch warten wir. Ja. Kein Mensch weiß nach wie vor, was da in den Koalitionsverhandlungen los ist. Mittlerweile sind es ja welche, ja, keine Sondierungen mehr. Trotzdem spekuliert die ganze Medienwelt noch ein bisschen rum, weil keine Informationen kommen. Das wird sich demnächst wahrscheinlich ändern. Dann wird wahrscheinlich das Cannabis-Thema auch wieder ein bisschen kleiner werden in Medien, nehme ich an, ja, wenn die anderen Themen endlich als Futter kriegen da. Aber in der Zeit können wir auch noch mal ein bisschen rumspekulieren. Nämlich eine Frage, die jetzt mehrfach gekommen ist: Muss der Bundesrat nicht einer Legalisierung von Cannabis zustimmen? Weil der ist immer noch viel mehr von der CDU dominiert. Ja, denn im Bundestag waren es ja bis vor kurzem auch, die Cannabis-Legalisierung aufgehalten haben, die Union, CDU und CSU. Aber im Bundesrat, dem zweiten deutschen Parlament, ja, für die, die da sich nicht so ganz firm sind irgendwie, das ist die Vertretung der Länder, ein Parlament, in dem die Bundesländer drin sitzen quasi mit unterschiedlicher Gewichtung, je nach Gewicht des Bundeslandes, Einwohnerzahl und so. Und die müssen bestimmten Gesetzen zustimmen, anderen wiederum nicht. Da können sie vielleicht noch ein Veto einlegen, das dann wiederum vom Bundesrat überstimmt wird. Aber bei den zustimmungspflichtigen Gesetzen müssen die zustimmen. Und das sind besonders die, die halt irgendwie sie betreffen, einerseits finanziell durch Veränderungen von Steuern, die auch den Ländern zugutekommen. Oder auch besondere neue Aufgaben, wo dann auf einmal die Landesbehörden Dinge tun müssen, die sie vorher nicht tun mussten, weil der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, was dann ja auch wieder Geld kostet letztendlich. Insofern verständlich, ja, diese Aufteilung. Stellt sich heute die Frage, wäre die Legalisierung zustimmungspflichtig? Und das ist tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit, weil es gibt ja nicht die Legalisierung als eine Zeile in einem Paragraphen irgendwo, sondern das ist eine sehr komplizierte Sache. Das Cannabiskontrollgesetz zeigt das sehr schön, der Entwurf der Grünen, wo ja nicht nur das Betäubungsmittelgesetz betroffen ist, sondern auch diverse andere Gesetze, zum Beispiel eben Steuergesetze, Tabaksteuergesetz oder Fahrerlaubnisverordnung, ja, weil man das Führerscheinthema gleich mitregeln will. Also viele Dinge, die da tangiert sind. Und ihr könnt das ja mal nachmachen sozusagen. Guckt euch die PDF an im Internet vom Cannabiskontrollgesetz und durchsucht das mal nach dem Wort Bundesrat. Dann werdet ihr ganz viele Stellen finden, wo dann steht, mit Zustimmung des Bundesrats und andere Stellen, wo es steht, ohne Zustimmung des Bundesrats. Ja, da haben die Grünen also nicht nur eine sehr detaillierte Diskussionsgrundlage hingelegt, sozusagen, wie man jetzt alle möglichen Details regelt, wie viele Pflanzen jeder Mensch anbauen darf und so weiter, sondern auch gleich die Arbeit schon mitgemacht, sich zu überlegen, ja, okay, welche Aspekte und Details sind denn nun zustimmungspflichtig im Bundesrat und welche nicht. Also es ist eine ganze Menge, was da im Prinzip dann auch zu klären ist. Das spricht für mich erstmal dafür. Ich habe es jetzt nicht irgendwie super durchdacht und ich habe keinen Staatsrechtler dazu in Auftrag gegeben, eine Studie zu machen und dazu, ja, was jetzt da bei der Legalisierung im Bundesrat verabschiedet werden muss.
Aber es scheint schwierig zu sein, das Komplettpaket mit allem Drum und Dran, eine komplette Marktregulierung ohne den Bundesrat hinzubekommen. Und im Bundesrat sitzen die Länder, wie gesagt. Und in 11 Bundesländern ist tatsächlich die CDU noch in der Landesregierung vertreten. Ja, ist ein Drama. Ist nun mal so jetzt im Moment. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten die sich da? Weil eine Alleinregierung gibt es natürlich wiederum in keinem Bundesland. Ja, da sind in jedem Fall Koalitionspartner dabei, die jetzt auch in der Ampelkoalition im Bund mitverhandeln. Also angenommen, die kommt zustande, beschließt die Legalisierung, dann habe ich eine Landesregierung, wo die CDU sitzt, die dagegen ist, und eine andere Partei, die gerade Legalisierung auf Bundesebene beschlossen hat. Nehmen wir mal an, die sind dann auch alle wirklich auf der Seite ihrer Bundesverbände. Ja, gerade bei der SPD bin ich da bei manchen Landesverbänden vielleicht ein bisschen skeptisch. Aber nehmen wir mal an, die tragen das mit, den Beschluss auf Bundesebene, und sagen dann, ja, wir würden da schon zustimmen, der Legalisierung, den einzelnen Normen, die da vorgelegt werden. Die CDU aber nicht. Und bei einer, was weiß ich, schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition wie in Baden-Württemberg gehe ich eh davon aus. Ja, da ganz klar ist die Grünen oder auch die FDP-Leute, die stützen das, was da im Bund passiert. Das heißt, wir haben da einen Patt im Bundesland, und dann üblicherweise enthalten sich die Bundesländer im Bundesrat. Und wie gesagt, es gibt keine Koalition, die komplett gegen Legalisierung ist, weil die AfD natürlich mit der CDU zusammen in keinem Land jetzt eine Regierung beteiligt ist. Ja, das ist ja außer der Union ist die AfD die einzige Partei, die noch so weitermachen will wie bisher. Also enthalten die sich dann. So, die Mehrheit der Länder enthält sich. Würde also reichen für eine Mehrheit. Ja, also mal ein ganz blödes Beispiel. Ja, da könnten alleine die Stadtstaaten Hamburg, Bremen, Berlin plus Thüringen könnten alleine dann mit ihren Stimmen für Legalisierung, hätten die schon eine Mehrheit, wenn sich alle anderen Bundesländer enthalten. Aber eben nur eine einfache Mehrheit. Es braucht aber eine absolute Mehrheit, über 50% im Bundesrat, damit ein zustimmungspflichtiges Gesetz wirklich als zugestimmt gilt da. Also tatsächlich, wir haben ein Problem sozusagen, das wird schwierig. Die CDU kann noch nerven im Bundesrat, wenn es denn mal soweit ist, dass das Gesetz vorgelegt wird. Und es gibt aber auch verschiedene Lösungsansätze. Ja, ich bin nicht 100% sicher, wie gesagt, ob man nicht doch irgendwie die einzelnen Normen alle so stricken kann, dass der Bundesrat nicht zustimmen muss. Zum Beispiel, indem sämtliche Steuern nur in den Bundeshaushalt fließen. Ja, die Länder kriegen halt nichts ab, dann sind sie auch nicht betroffen, so ungefähr. Oder die Frage ist natürlich auch, wer setzt am Ende die ganzen Kontrollen in den Läden durch. Ja, ob das schon allein ein Punkt ist, wo Zustimmungspflicht angesagt ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht geht es. Ja, ich bin skeptisch, aber mal sehen, was dann die Strategen da auf Bundesebene draus machen. Und vor allen Dingen, in der Zeit, bis das soweit ist, es wird sicherlich eine lange Diskussion dann erstmal geführt werden, wie ganz konkret diese Legalisierung ausgestaltet werden soll. Also 2 Jahre wird es wohl dauern, nehme ich mal an. So wäre jedenfalls üblich, wie in den USA oder ja, andere Beispiele. Kanada zum Beispiel hat 3 Jahre gebraucht. Und in der Zeit können sich natürlich auch die Machtverhältnisse im Bundesrat ändern. Die CDU könnte überall rausfliegen. Ja? Das fängt gleich nächstes Jahr an. Wir haben Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen nächstes Jahr. Saarland im März fängt an, im Mai Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Gar nicht mehr so lange hin. Also, überall die CDU abwählen nächstes Jahr, das wäre auch eine Lösung. Dann haben wir auch kein Problem mehr mit dem Bundesrat und kriegen die Legalisierung da durch. Zum nächsten Thema. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL ist durch die Presse gegangen diese Woche mit dem Ergebnis, 30% der Befragten sind für die Legalisierung, 59% wollen nur Cannabis als Medizin haben, ja, legal, zugänglich, konsumierbar und so, und 7% sind gegen jede Lockerung. Das wurde in den Umfragen oft eher negativ interpretiert, von wegen, ja, nur 30% sind für die Legalisierung, ne, das ist jetzt nicht gerade eine Mehrheit, ist also ein bisschen mau, und tatsächlich ist das eher ein schlechter Wert, ja, auch im Vergleich. Wir wollen ja schließlich die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns haben. Ne? Das wäre natürlich nochmal ein schöner Boost für uns. Und es ist viel weniger, als wir bisher haben bei unseren Umfragen. Ja? Wir fragen ja auch regelmäßig bei Infratest DIMAP oder per Infratest DIMAP und genauso repräsentativ und so weiter. Und wir hatten zwischen 44% und 46% Zustimmung für die Legalisierung, also knapp unterhalb der Mehrheit. In anderen Berichten über diese neue Umfrage von RTL hieß dann aber auch wieder umgekehrt, ja, nur 7% der Bevölkerung sind
gegen jede Lockerung oder wollen halt alles so hart belassen, wie es ist. Und tatsächlich ist immerhin eine positive Entwicklung sichtbar. Also ich habe mal angefragt, um auch mal die Fragestellung konkret mir anzugucken. Die waren nämlich in keinem Bericht genannt. Habe nachgefragt bei der Pressesprecherin und die hat ohne Probleme mir halt die Daten zur Verfügung gestellt. Angenehm, ja, vielen Dank an der Stelle. Unproblematisch, unkompliziert. Und tatsächlich, es gab eine interessante Entwicklung. Die Zustimmung zur Legalisierung zum Beispiel seit 2014 ist von 17% auf 30% gestiegen. Da war sie also noch viel geringer nach der Art, wie die gefragt haben. Übrigens, seit 2014 machen die das, haben die 4 Umfragen insgesamt gemacht. Genau wie wir. Wir haben auch 2014 angefangen und jedes Jahr seitdem gefragt. Auch mit einer gleichen Fragestellung. Jedenfalls, diese Entwicklung bei der Forsa-Umfrage von RTL ist umgekehrt auch bei der Ablehnungsseite sehr deutlich. Da haben 2014 noch 28% gesagt, dass sie gegen jede Liberalisierung sind, jetzt nur noch 7. Also insofern, die Tendenz ist da schon sehr deutlich. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, warum ist die Zustimmung bei RTL Forsa deutlich geringer mit 30% als bei uns und Infratest DMAP mit 46%. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Nutzung von Cannabis als Medizin als dritte Antwortmöglichkeit angeboten worden ist. Ganz konkret war diese dritte Antwortmöglichkeit, der Verkauf und Konsum von Cannabis sollte erlaubt sein, ja, aber nur als Arzneimittel. Die anderen waren halt generell erlaubt oder generell verboten oder ja, aber nur als Arzneimittel. Also wurde also die goldene Mitte den Leuten aufgemacht sozusagen, sodass sie nicht sich für eine radikale Position an den Rändern entscheiden mussten, ja, ich nehme die Mitte, ne, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Effekt. Zumal manche Leute dann vielleicht auch dachten, sie stimmen da für eine liberalere Cannabispolitik irgendwie, ohne da im Kopf zu haben, dass ja grundsätzlich die Entscheidung für legales Cannabis als Medizin ja schon da ist. Da streiten wir uns eher über Details, ja, was da alles noch schlecht läuft. Aber grundsätzlich ist es ja schon möglich. Insofern sind diese Stimmen dann eben auch nicht für eine Liberalisierung, sondern für das, was schon ist. Wir fragen bei Infratest DMAP dagegen nur, grob gesagt, ob Cannabis legalisiert werden soll, so im Sinne von Fachgeschäfte für Erwachsene, wie in Kanada und vielen US-Staaten. Und die Antwortmöglichkeit ist dann halt Zustimmung oder Ablehnung, ja, keine dritte Alternative oder so. Und bei dieser Ja-Nein-Fragestellung ohne das Medizinthema entscheiden sich dann eben offensichtlich viel mehr Leute für die Legalisierung von Cannabis. Bleibt also spannend tatsächlich, ja, trotz dieser Sache da mit den 30%, wo man denkt, so, oh Gott, ja, hoffentlich wird das jetzt nicht viel weniger. Ich glaube es nicht, weil die Tendenz bei der Umfrage eben auch gut war. Bleibt spannend, was wir bei unserer nächsten DHV-Umfrage rauskriegen, die kommt noch dieses Jahr. Und ja, da werdet ihr dann irgendwann bis Weihnachten noch was von hören, was dabei rausgekommen ist. Und wer weiß, vielleicht haben wir die Mehrheit. Ob nur eine einfache Mehrheit oder eine absolute Mehrheit über 50%, ja, auch nochmal so eine interessante Frage. Wenn sich ein paar Leute enthalten, könnte es ja auch eine Mehrheit von 47% zu 46% werden. In der Schweiz nimmt die Debatte über die Legalisierung von Cannabis ebenfalls weiter Fahrt auf. Und auch da geht es um zwei verschiedene Parlamente, den Nationalrat und den Ständerat, ganz ähnlich wie ich hier eben über Bundestag und Bundesrat gesprochen habe in Deutschland. Und auch die haben Ausschüsse sozusagen, ja, wo was bei uns der Gesundheitsausschuss wäre, ist bei denen die Gesundheitskommission. Und die laufen aber beide in die gleiche Richtung. Ja, bei Nationalrat und Ständerat, die haben beide das Gleiche im Kopf, nicht wie bei uns, wo sich ein Konflikt abzeichnet. Diese Gesundheitskommissionen haben jetzt mit deutlicher Mehrheit übrigens beide auch beschlossen, dass Cannabis legalisiert werden soll. Ist also noch nicht das Gesamtparlament, was den Beschluss gefällt hat. Nur der Ausschuss, aber mit großer Mehrheit. Und da kann man sicher auch von ausgehen, dass das in den jeweiligen Parteien abgestimmt ist, sodass das die Mehrheitsverhältnisse auch in den großen Parlamenten abbildet. Und es reicht aus offensichtlich, dass die konkreten Arbeiten jetzt an einem Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in der Schweiz beginnen. Das heißt ganz konkret, Anbau, Produktion, Handel und Konsum von THC-haltigem Cannabis soll eben gesetzlich geregelt werden. Und das ist nicht nur an sich schon eine sehr gute, spektakulär gute Nachricht geradezu. Ja, vielleicht wird doch noch die Schweiz ja das erste Land in Europa, was jetzt mit uns ein Wettrennen macht, mit Deutschland unglaublicherweise, wer zuerst Cannabis legalisiert hat. Das ist auch interessant für die Diskussion, die wir in Deutschland haben über Cannabis-Modellprojekte, wo ja viele Angst haben, wenn man das macht, dass dann
dass die Legalisierung verzögert, dass es eigentlich unnötig ist. Wir haben ja genug Daten und Erkenntnisse aus den USA. Wir brauchen keine Modellprojekte mehr. Die SPD will es ja noch machen. In der Schweiz zeigt sich aber jetzt, dass das nicht unbedingt so sein muss, dass es halt ewig verzögert und vielleicht auch diese Versuche dann so gemacht werden, dass am Ende Horrorergebnisse rauskommen, ja, und die Legalisierung dann für die nächsten 20 Jahre erledigt ist. Sondern ganz im Gegenteil, ne, man sagt zwar, die Ergebnisse und der Verlauf dieser Modellprojekte soll da mit bedacht werden bei der Frage, wie jetzt ganz konkret in der Schweiz Cannabis legalisiert werden soll. Aber die Diskussion über die konkreten Regulierungen, über ein Gesetz zur Legalisierung in der Schweiz beginnen ab sofort. Der CSU-Politiker und Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger ist ein ausgewiesener Feind von Cannabis. Er ist in den letzten Jahren sowas wie der drogenpolitische Sprecher der CSU gewesen, auch wenn er, ich glaube, den Titel gar nicht offiziell hat. Aber er hat jedenfalls mehrfach zur Drogenpolitik gesprochen im Bundestag. Und man muss sagen, er hat auch verstanden, dass Drogenpolitik mehr ist als nur Cannabis. Er rechnet nämlich damit, dass nach der Legalisierung von Cannabis auch über andere Drogen diskutiert wird. Und die Überschrift dazu zum Beispiel in der Stuttgarter Zeitung lautet: Mögliche Cannabis-Legalisierung. Bald reden wir über Koks und Pilze. Das ist ein absolut sinnvoller Impuls vom Herrn Pilsinger. Da werden sich unsere Partner zum Beispiel vom Schildower Kreis drüber freuen, von Lieb Deutschland, ja, beides Fachverbände und Organisationen, die Drogenpolitik eben auch deutlich über Cannabis hinaus betrachten und Prohibition auch grundsätzlich im Prinzip in Frage stellen und für eher zumindest schädlich halten als irgendwie positiv. Und dann geht es da weiter unter einem Bild von diversen Pilzen, heißt es dann: Folgen nach einer möglichen Cannabis-Legalisierung Debatten über bestimmte Pilze? Davor warnt Stefan Pilsinger. Also auch mit den Pilzen ist Herr Pilsinger voll im Trend, muss man sagen. Auch in den USA, wo ja im Prinzip die Entwicklung ein bisschen uns vorausläuft, gibt es erste erfolgreiche Volksabstimmungen, die den Besitz von solchen Pilzen eben legalisiert haben oder entkriminalisiert haben. Die Leute werden nicht mehr so hart bestraft. Also da geht eben tatsächlich die drogenpolitische Debatte voll in Pilzrichtung. Und dann heißt es weiter da: der Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger, CSU, befürchtet angesichts der möglichen Cannabis-Legalisierung, dass bald auch über andere Drogen diskutiert wird. Und dann folgt die Paywall der Stuttgarter Zeitung, macht aber nichts, der Impuls ist angekommen. Lasst uns nach der Legalisierung von Cannabis die Debatte weiterführen und darüber reden, ob die Verfolgung und Bestrafung von Konsumenten anderer Drogen als Alkohol und Cannabis wirklich sinnvoll ist. Und damit bin ich bei den Terminen. Die Mary Jane ist schon losgegangen, wenn dieses Video online geht, und ich werde da rumlaufen. 3 Tage Messe in Berlin, nach Corona die erste große Consumer-Messe in Deutschland zu Hanf und allem, was dazugehört, in Berlin. Dann haben wir am Sonntag, 24. Oktober, ein Online-Treffen der Ortsgruppe Oldenburg, Treffen der Ortsgruppe Hamburg, Dienstag, 26. Oktober, nochmal Dienstag der Online-Hanftisch vom Hanfverband Rhein-Neckar, Freitag, 29. das Treffen der DHV-Ortsgruppe in Oldenburg, diesmal in echt, ohne Online, und noch ein Online-Oldenburg-Treffen, Sonntag, 31. Oktober. Das war's für heute. Ich wünsche euch das ganze Gebimmel da, vergesse ich immer, ja, also die Daumensachen, ne, also liken, Video liken, Kanal abonnieren, ja, 200.000 fest im Blick, Glocke drücken, euch immer informieren lassen, wenn ein neues Video von uns online geht. Aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.